Die Stadt Göppingen wird in der kommenden Woche zum Mekka für große und kleine Freunde von historischen Dampflokomotiven und modernen Modelleisenbahnen. Vom 16. bis 18. September finden hier nicht nur die Märklin-Tage statt, auch die internationale Modellbahnausstellung siedelt von München nach Göppingen um. Märklin-Geschäftsführer Stefan Löbig sieht darin gute Chancen, die Branche nach vorne zu bringen. Ich glaube, es ist eine Plattform für die gesamte Branche. Und ich glaube, dass es auch ein Zeichen der Wertschätzung ist, dass man sich hier präsentieren darf. Und ich glaube auch, dass die gesamte Modellbahn, Eisenbahnbranche, dass die sich so ein bisschen in ein Schneckenhäuschen zurückgezogen hatte. Und da ist einfach das Produkt zu emotional, da ist einfach das Produkt auch zu hip, sage ich jetzt mal, um so in diesem Schneckenhäuschen zu bleiben. Und deshalb ist das natürlich jetzt hier eine Wahnsinnsplattform. Die internationale Modellbahnausstellung präsentiert Neuheiten in sämtlichen Spurweiten, beeindruckende Modellbahnanlagen und jede Menge Aktionen auf 9000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in und um die Werfthalle. Aber an den Märklin-Tagen steht nicht nur der Stauferpark ganz im Zeichen von Loks und Gleisen. Dann haben wir am Bahnhof insgesamt über 20 historische Eisenbahnmodelle und Züge, auch neun Dampflokomotiven, die dort zu sehen sein werden. Faszinierend natürlich vor allem für Kinder, die sowas letztlich nur aus Filmen kennen. Unsere Freunde vom Unternehmen Leonhard Weiß haben uns ihr Unternehmen oder ihr Areal zur Verfügung gestellt, um dort im Prinzip Eisenbahnbau in echt zu zeigen und auch die Möglichkeit zu geben, Lokomotiven näher in Augenschein zu nehmen. Natürlich hat während der Märklin-Tage auch die Erlebniswelt geöffnet. Hier können die Besucher die 150-jährige Geschichte des Traditionsunternehmens in Augenschein nehmen. Von den Anfängen bis zur iPad-fähigen Steuerung. Und auch ein Blick hinter die Kulissen wird gewährt. Wir haben unsere Produktionen geöffnet, man kann da durchlaufen. Und mir ging es ja auch so, als ich den ersten Kontakt zu Märklin hatte. Also ich war sowas von beeindruckt. Wenn man sieht, was in Deutschland heute noch durchaus produziert werden kann, wenn man sich überlegt, dass bei uns die Kesselringe von einer Dampflok in einer Handmalerei nachgezogen werden, das ist also wirklich hoch beeindruckend. Die Märklin-Tage und die EMA belegen insgesamt eine Fläche von über 38.000 Quadratmetern. Und die werden wohl auch nötig sein. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 70.000 Besuchern. Das wären mehr Besucher, als Göppingen Einwohner hat. Wir raten natürlich jedem, mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten eben mit der Eisenbahn zu kommen. Göppingen ist ja sehr gut angebunden. Und das bringt natürlich den wenigsten Stress. Aber wir sind durchaus in der Lage, eben auch den Ansturm zu verkraften. Wer nicht direkt mit dem Zug anreisen will, findet vor allem im Stauferpark ausreichende Parkplätze. Die einzelnen Veranstaltungsorte sind bequem mit einem Bus- bzw. Schienenbus-Shuttle zu erreichen.